Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Ja, wir müssen Ceolbert finden. Der war gerade noch Breite deine irgendwo in der Flügel aus. Nähe. Genau. An die Richtung. Ist auch mal wieder sehr angenehm, mal nicht immer in ein Gebiet reinzukommen, wo mir misstraut wird. Es liegt zwischen zwei Seen am Fluss Severn. Ja, toll. Ich war schon hier, Leute. Ich bin hier mit der Schnellreise hingereist, aber ist in Ordnung. Man muss dazu sagen, ich war auch sehr fleißig. Also vieles habe ich wirklich schon aufgedeckt. So. Alle Monate ihnen betagen nichts. Das will nicht drüben. Mehr konnte ich nicht finden. Ach, da ist er. Das riecht so gut. Hier, bitte. Was machst du denn für einen Quatsch hier? Gar nicht schlecht, Bursche. Sei wilder, dreckiger. Hau mir in die Eva, Eier. Willst du den Jungen ausbilden oder quälen? Bei sowas sind die Übergänge fließend. Eivor, sei gegrüßt. Du hast also meine Nachricht rechtzeitig erhalten. Unsere Verhandlungen mit den Bretonen haben noch nicht begonnen. Ich werde an deiner Seite sein, wenn es losgeht. Sollte ich vorab etwas wissen? Der ehrwürdige König Rodri ist hier. Mit ihm führe ich die Gespräche. Rodri will unbedingt Frieden, seit wir seinen jämmerlichen Bruder gefangen haben. Goriath. Der Name klingt wie wenn man Rotze hochzieht. Goriath ab Merwin. Rodri wartet bei der Kirche in der Nähe. Wer vertritt Schrobisch hier bei den Gesprächen? Der letzte Aldermann wurde im Kampf getötet. Bischof Diorlaf springt ein. Bis wir diesen grünen Schnösel eingesetzt haben. So wünscht es sein Vater. Die Vorstellung, einen Schier ganz allein zu führen, ist schon etwas beängstigend. Naja, Aldermann ist ein schwieriges Amt. Keine Ahnung. Ich habe ja keine Ahnung, was das für ein Amt sein soll. Sorge dich, wenn es soweit ist, ja. Aber ich denke mal, sie sagt ihm noch ein paar aufbauende Worte. Es ist nicht einfach, in Kriegszeiten ein Aldermann zu sein, Ceolbert. Er wird sich direkt in die Hose pissen, so viel steht fest. Als zukünftiger Aldermann solltest du bei den Gesprächen auch mitreden, aber mit Demut. Rodri ist ein König und erwartet, als solcher behandelt zu werden. Rodri wird wollen, dass wir niederknien und den Rosenduft aus seinem Arsch schnuppern. Ich kenne den Mann. Ach ja? Wir haben gekämpft. Dieses Andenken ist von ihm. Vielleicht kann ich ihm eins zurückgeben, damit er weiß, warum er mich Königstöter nennt. Vielleicht solltest du dich zurückhalten, Iva. So führt man keine Friedensverhandlungen. Ich hätte euch beide gern dabei. Als Stützen und um mich einzuschätzen. Dann gib uns dein Wort. Dein Schwert bleibt in der Scheide. Dass ich nicht lache, Eivor. Wir wissen beide, wie viel mein Wort wert ist. Aber ja... Ich werde dir das Reden überlassen. Wahrscheinlich. Hervorragend. Nun denn, auf zur Kirche, oder? Unsere Gäste warten. Ja, man merkt, wie unerfahren der Kleine ist. Es ist nicht weit, am anderen Ende des Dorfes. Ich habe mein eigenes Wald hier. Seit bald zwei Jahren im Krieg. Die Bretonen hatten die Oberhand, bis meine Berserker und ich sie aufmischten und Rodris Bruder verfolgten, bis er in einem Graben landete. Deshalb will Rodri jetzt Frieden. Das verdanken wir Ivar. Wie ich mich freue, ihn winseln zu sehen. Was ist das hier immer für ein Zeichen? Viel lieber würde ich sie natürlich fällen. Das würde meine Legende besiegeln. Deine Legende? Als Königstöter. Nicht alle entkommen, so wie Burgred, Wolfsmal. Wahre den Frieden, Ivar. Was ist aus deinem Gockel von Bruder geworden? Ach, mein Bruder. Wir trennten uns. Sein Weg ist unklar. Du solltest diesen Taugenichts besser hinter dir lassen. Ja, Ceolbert. Wohin? Hallo. Das ist schön, dass wir dir folgen sollen, aber wohin? Scheiße, das war meiner. Ich wollte ihn eigentlich treffen. So, geht's jetzt? Bist du nicht mehr verbuggt? Nee, immer noch nicht. Junge, wohin willst du denn?
Weil jetzt hat er anscheinend festgestellt... Unser Bischof Djorlaff und König Rodri sind bereits in der Kirche vor uns. Was war das denn jetzt? Diese christlichen Häuser. Alles so kalt und hart. Und dennoch ist es darinnen wahr. Jesus Christus eint König Rodri, Bischof Djorlaff und mich selbst. Auf seinem Grund wird Frieden geschlossen. Hauptmann Ynir, erläutere dem guten Bischof unseren Standpunkt. Ja, mein Herrscher. Bischof Djorlaff. Wir hören uns keine Friedensangebote an, solange uns Goriath nicht übergeben wurde. Der Bruder des Königs ist... Der Bruder des Königs ist ein stinkender Haufen Kuhscheiße. Du, dein Gesicht, dein Gestank. Ich kenne dich. Ivar, den man den Knochenlosen nennt. Hast du diese Narbe nicht mir zu verdanken? Und ob. Und ich werde dir auch eine Narbe verpassen, du Pisspott. Mitten durch deinen fetttriefenden Schädel. Genug. Alle beide. Ja, wir sind hier, um Frieden zu schließen. Das stimmt schon. Wer ist jetzt Rodri? Das war der Rechte, ne? Legen wir das beiseite. Wir sind hier, um einen Weg zum Frieden zu ebnen. Frieden, Frieden, Frieden. Nicht mit diesem Kübel Bretonenschmalz. Darin sind wir uns einig. Na, na, beruhigt euch doch. Zeigt etwas guten Willen. Ihr kennt meine Forderung. Solange mein Bruder Goriath nicht frei ist, kann es keinen Frieden geben. Er soll froh sein, dass er noch lebt. Er ist beim Wegrennen die eigene Klinge gefallen. Bald helfe ich dir, in deine zu fallen. Rodri, bewahre einen kühlen Kopf. Es ist zu unser allerbestem, Frieden zu schließen. Erst mein Bruder. Erst dein Kopf auf einem Spieß. Dann lass ich den Wicht laufen. Rodri, nein! Es reicht. Dies ist ein Haus Gottes. Geben wir uns kurz Zeit, um uns wieder zu sammeln, ja? Eivor, zu mir. Ich kenne dich nicht gut. Aber Ceolbert hält dich für einen besonnenen Kopf. Genau das brauchen wir jetzt. Es könnte zu spät sein. Die Kriegskrähen sammeln sich schon. Ich habe eine große Menge Silber. Rede mit den Leuten hier. Wenn Silber jemanden überzeugen kann, Frieden zu wollen, dann biete es ihm an. Okay. Die Verhandlungen stoppen. Vielleicht sind sie zwecklos. Keine Sorge. Du wirst schon noch Aldermann. Kann ich das Silber nicht einfach selber behalten? Eivor, meine Freunde. Ich habe mich umgehört, wie du wolltest. Hast du eine Entscheidung getroffen? Wem hast du das Silber gegeben? Ach, das war der Bischof selber. Oh, ich wollte eigentlich mit den Leuten sprechen. Ja. Macht das irgendwas, wenn ich den jetzt anlüge und sage, das Silber ist in guten... Also, ich lüge ihn ja nicht an. Wenn ich das Silber selber behalte, ist es doch in guten Händen, oder? Dein Silber ging an die Person, die es am meisten wollte. Bete zu deinem Gott, dass es uns weiterbringt. Rodri, ich sehe, wie du mich verhöhnst. Ich fordere dich zum Zweikampf. Ivar, der Knochenlose, der Rückgratlose, der Zahnlose, Mutlose... Du kannst mich nicht töten. Ich sterbe durch einen Drachen, wie die Seher es weissagten. Und dein Bruder? Schützt dein Schicksal ihn auch? Goriath! Beim Allmächtigen, ich... Bringt ihn in Sicherheit. Los, schnell! Tötet den Knochenlosen! Tränkt diese Kirche mit seinem Blut! Dein Ernst jetzt? Hat das was damit zu tun, dass ich das Silber behalten habe, oder was? Bleib bei der Sache! Mein sicherer die Kirche? Soll ich hier abschließen? Nee, ich soll nur mit denen kämpfen, oder?
Okay. Ich dachte schon. Ja, hat ja super funktioniert, die Friedensverhandlungen. Ah, so verhandeln Wikinger. Den Schweinen zeigen, wer die wahren Krieger sind. Ivar, du hast den Frieden zunichte gemacht. Lass dich nicht vom Frieden täuschen, Bursche. Das ist nur die kurze Stille zwischen zwei Axthieben. Mein Gott, was für ein Massaker. Wir haben keine Wahl. Wir müssen uns den Weg freikämpfen. Ah, ein guter Test für dich, Junge. Herr, vergib uns. Bleib bei mir, Ceolbert. Deck mir den Rücken und ich ziehe die Messer aus deinem. Gütiger Gott. Bleib hier, wo es sicher ist, Bischof. Hilf mir mit der beschissenen Tür! Ja, Moment. Du hast die ganze Schweinerei hier zu verantworten. Dann kann ich hier erstmal eben was gucken, ne? Brief von Ceolwulf an Bischof Diolav. Geschätzter Bischof, es ist mein Wunsch, meinen Sohn Ceolbert als Aldermann von Skrobeskir einzusetzen. Allerdings ist er jung und unerfahren. Deswegen bitte ich dich, meinen werten Bischof als Aldermann zu walten und dieses Amt so lange auszuüben, bis mein Junge zu einem Mann herangewachsen ist. Dann mögest du dich wieder zu deinem von Gott auferlegten Pflichten widmen. Ceolwulf, König von Mercia. Wie kommt der mir so bekannt vor? Habe ich den schon mal gelesen? Ich weiß es nicht. Da hinten ist ein Schlüssel. Befreie Quadfort von den Kriegern. Konnte ich da was machen? Nee, ich konnte nur tragen. Ja, dann würde ich sagen, los, ne? Ich kann er ja nicht machen. Er hat Häschen gesagt. Da ist ein Schlüssel drin, den nehme ich mal eben nebenbei, ja? Ich weiß ja nicht, wofür der vielleicht später nochmal gut sein. Achso, der ist da unten runter. Scheiße. Wird wohl doch ein bisschen länger dauern. Nachricht auf feinem Papier. Bruder Winston, selbstverständlich sollten wir unser Möglichstes tun, um diesen armen Seelen zu helfen. Aber bitte bringe die Wertsachen der Kirche weiterhin in die Friedhofsgruft. Bruder Eire oder so. Okay. Macht ihr da mal weiter? Ich guck mal eben, ob ich hier runterkomme. Scheinbar nicht. Was machst du denn hier? Du sollst dich in den Kampf werfen. So geht das nicht. Ich werde sie. So, erstmal eben hier eins einsammeln. Hallo, ich war gerade am gucken, ob der Typ jetzt wirklich tot ist. Okay. Also stampfen kann ich auf jeden Fall jetzt nicht mehr. Nein, ich finde Köpfe abschlagen eigentlich ganz gut. Wehe, ihr schlagt mich jetzt hier. Oh, da hängen die Sachen sogar noch in der Luft. Ernsthaft? Wo denn? Da. Ihr kommt, Leute. Achso, das sind wir. Habt ihr nicht gehört? Am Fluss sind noch mehr. Aber ich würde den Schlüssel ehrlich gesagt gerne haben. Ach, Mann, ihr seid doch Idioten. Kann ich hier das Horn eigentlich irgendwie blasen? Kann ich. Die Frage ist nur, ob mir das was bringt. Schauen wir mal. Mach ich. So in etwa?
Führe meine Hand zu. Ja. Erinnerst du dich an Dragis Doppelstoß? Hey, das war meiner. Ich glaube, das hat wehgetan. Lass mich doch jetzt erstmal hier einsammeln, ihr Idiot. Warum stellt ihr euch denn direkt über meine... Sag mal. Ich will das jetzt haben. Mann, bitte. Kann ich mal aufhören, hier immer nur ins Wasser reinzuschlagen? Das wäre von Vorteil. So nicht, mein Freund. Das erinnert mich übrigens daran, dass ich gerne mal die Sache mit dem Schild ausprobieren, mit dem Schwert ausprobieren wollte. Ob ich damit eventuell mehr Schaden mache. Ich dachte, der hat sich versteckt. Okay. Gleich fließt Blut. Der kennt mich aber gut. Mein Gott, was für ein Gemetzel. Wir müssen Bischof Diolof wissen lassen, dass es vorbei ist. Kann ich jetzt mal... Plünder die doch jetzt einfach mal. Hallo. Aha, geht doch. Leute, echt. So, Jungs, kommt mal mit. Das nenne ich echt mal Gemetzel. Aber ich glaube nicht, dass das tatsächlich was damit zu tun hatte, dass ich das Geld behalten habe. War hier oben nicht auch noch was zum Heilen? Sonst hätte ich mich unten heilen müssen. Der denn hier so dreckig am Lachen? Du hast Rodris Bruder getötet, du Unhold! Unsere letzte Friedenshoffnung ist dahin. Ein Frieden mit Rodri ist so wahrscheinlich, wie dass du als Jungfrau stirbst, Bischof. Er ist zu gerissen, zu verschlagen. Naja, ob er sich jetzt irrt oder ob er sich jetzt nicht irrt... Aber spielt jetzt sowieso keine Rolle mehr. Es ist, wie es ist. Wir müssen unsere nächsten Schritte planen, ehe die Bretonen sich wieder sammeln. Sie werden sich sicher in ihre große Feste zurückziehen. Sie ist nahezu uneinnehmbar. Dann hungern wir sie aus. Vernichten ihre Vorräte. Bis sie um den Tod betteln. Lieber Gott, mehr Tote, mehr Krieg und zahllose Flüchtlinge. Das ist unsere einzige Möglichkeit, Diolof. Du kennst dich am besten aus. Wo können wir sie treffen? Also, Nahrung und Vorräte horten sie beim Außenposten von Wenlokan, etwas südlich von Quadford. Rodri hat noch eine geheime Versorgungslinie. Frag die Flüchtlinge beim Fluss, die aus den besetzten Dörfern geflohen sind. Rodris Bretonen werden zuschlagen, ehe wir bereit sind. Wohl wahr. Sie werden Ynir und seine Soldaten entsenden. Diese werden in Westburg ausgebildet, westlich der Turmruine. Du hast es nicht nötig, dass ich deine Hand halte, Eivor. Ich gehe nach Westburg und kundschafte. Ich weiß, wie du kundschaftest. Am Ende werden immer Schwerter gezückt. Ich bin berechenbar wie Ebbe und Flut. Ich werde mit dir gehen. Und sei es nur für eine ehrliche Einschätzung unserer Lage. Ich stoße in Westburg zu euch, sobald ich etwas Schaden angerichtet habe. Bis dann. Eine Sache noch. Wir werden eine Fürth brauchen, ehe es zur Schlacht kommt. Versuche, Gefangene zu befreien, um unsere Reihen zu stärken. Okay, können wir gerne machen. Ja, er ist wirklich so berechenbar, wie er sagt. Das stimmt. Und ich habe nicht vergessen, dass hier ein Schlüssel unter der Erde ist. Die Frage ist nur, wie ich da hinkomme. Überblicke das Land, Freundin. Theoretisch könnte ich von der Seite wahrscheinlich da reinkommen.
schaue mir das jetzt hier gleich noch mal kurz an. Hier drin war ja absolut nichts, ne? Oder ist er? Moment. Ach, ich bin manchmal so selten dämlich. Das ist der Schlüssel von der Kapelle. Ja, was bringt mir das jetzt? Ist da irgendwas drin? Da oben ist was abgeschlossen. Ah! Sehr schön. Da wollen wir doch gleich mal gucken. Die Frage ist, da muss ich... Achso, okay. Da ist nichts abgeschlossen. Wobei die Truhe wahrscheinlich abgeschlossen ist, die ich da finden werde. Ja, es ist eine Truhe. Okay, perfekt. Die aber nicht abgeschlossen war. Hm. Denn hier sonst noch irgendwas? Nö. Und warum brauchte ich jetzt den Schlüssel zur Kapelle? Weiß auch keiner. Na gut. Okay, dann würde ich sagen, dass wir noch gar keine Quest drin haben, fällt mir gerade ein. Fertigkeitspunkte können wir auch mal eben nachgucken. Wie ich ja schon gesagt habe, hier die kompletten roten Bereich habe ich mehr oder weniger schon. Ich habe hier so Sachen wie Betäubung oder Schleichen habe ich weggelassen. Kritische Treffer werde ich auf jeden Fall noch machen, aber ein bisschen später, weil ich glaube, das bringt mir jetzt nicht so wirklich viel. Ja, Flegel, ich benutze keinen Flegel, dementsprechend ist mir das egal. Dänenaxt, die nehme ich mal mit. Oh, das ist nochmal ein neuer Baum, perfekt, ist mir gar nicht aufgefallen. So, Jagen-Kombo. Lass einen Fall springen, sobald der Bogen fertig gespannt ist, um das nächste Spannen zu beschleunigen. Okay. Und was war jetzt hier? Verstärkte Pfeile. Ach so, genau, da wollte ich eigentlich drauf hinarbeiten. Kann ich so rummachen, ja. Ja, dann gehe ich da schon mal auf das Gift. Weil mit dieser Fähigkeit brechen Pfeile nie ab und können von gefallenen Gegnern zurückgeholt werden. Habe ich euch, glaube ich, schon mal gezeigt. Aber finde ich gar nicht mal so schlecht, weil da hat man normalerweise, denke ich mal, auch immer wieder genug Pfeile. Ich weiß wohl nicht, ob man alle Pfeile wieder zurückholen kann. Ja, ansonsten wollte ich nämlich, wenn ich das geholt habe, mal ein bisschen schauen, dass ich dann so Sachen, die ich brauche, mache. Schleichen jetzt zum Beispiel nicht. Weg des Raben wäre auch Blödsinn. Aber Nahkampfwiderstand zum Beispiel, solche Sachen, die werde ich auf jeden Fall gut gebrauchen können. So, wir haben einmal durch das Plündern der Vorräte am Außenposten schwächt Eivor die bretonischen Streitkräfte. Das ist wichtig. Schwächt die Kräfte der Bretonen, indem er Versorgungswagen aufspürt. Wieso? Er? Hallo? Ich bin eine Sie? Okay. Also, im Endeffekt ist es mir egal, was wir als erstes nehmen. Ich würde sagen, dass wir... ja, dass wir einfach mal oben anfangen. Das machen wir aber nicht mehr in dieser Folge, sondern das werden wir dann in der nächsten Folge machen. Bis dann. Ciao.